Servus miteinander, Sarah und ich, wir wollen heute auf der Isar die Stufenstrecke paddeln. Da habe ich euch ja schon öfters mitgenommen, aber trotzdem wird es heute zwei neue Sachen geben. Und zwar zum einen wollen wir das Mollwehr paddeln, das ist so die heftigste Stufen auf der ganzen Strecke und die habe ich bisher auch immer umdrungen. Darum ja, wollen wir schauen, dass wir das heute einmal hinbringen. Und die zweite Sache wird sein, wir kriegen beide neue Wildwasser-Kajaks. Und die holen wir jetzt von Toros Outdoors ab. Da fahren wir jetzt hier und danach geht es dann weiter an die Isar. Ja, servus. Hi. Dann lieber doch nicht in Klose. Alles fit? Ja. Schön, dass ihr es geschafft habt. Echt super. Cool, ja. Dann, magst du uns ein bisschen rumführen durch dein Land? Ja, klar. Ja. Klar. Ja. Südwesten wandelt hier linke Hälfte Wildwasser, rechte Hälfte eher Touring. Ja. Und wir haben wirklich, also jede Schwimmweste auch hängt jetzt hier in jeder Größe da, sofern wir Platz haben, ja, aber nicht in jeder Farbe. Ja. Deswegen auch da eine echt große Auswahl. Und das ist ja cool, dass für Kinder auch was da ist. Ja, genau, machen wir das weg hier. Spannend. Das hier haben wir noch, also haben wir noch drei da, die, ja, aufs, ja, geil, die aufs Weihnachtsgeschäft waren. Ja. Mini-Me, das ist so das kleinste Wildwasserkajak der Welt, würde ich sagen. Ja? Also echt auch von der Sitzbreite. Mhm. Super cool für ab 3 Jahre, ja. Ja, top. Genau. Also das wollte ich euch noch zeigen. Wir können nach kurz noch rübergehen zu den Paddeljacken, dass ihr hier auch seht. Ja. Rumpelig alles da hinten bei uns, weil die Kanuschule schon im Winterschlaf ist. Hier hinten unser Kanuschul-Verschlag. Ja, und jetzt sind wir hier mitten zwischen den Testbooten. Ah, das sind quasi alles Tester. Genau, das sind alles Tester. Jetzt die Wildwassertester. Wir haben auch ein paar Tourentester. Ja. Festkajaks, die liegen aus Platzgründen oben auf der Tenne. Ja. Genau, wenn ihr hier jetzt mal hinterschaut, auch geht's weiter. Haben wir noch ein paar mehr. Und ihr seht jetzt schon, wir haben echt eine gute Auswahl quer über alle Brands, die angesagt sind. Ja. Und auch die Testboote werden bei uns verkauft, eigentlich jedes Jahr auch, sodass wir da einfach immer auf dem aktuellen Stand seid. Ja. Ja. Ja, wir haben ja auch 2 Testboote gehabt und das war schon sehr hilfreich, wirklich, dass wir mal die Boote ausprobiert haben, dass wir wirklich gesehen haben, wie er taugt. Und das ist eigentlich schon wichtig, dass man sich wirklich selber mal in die Boote reinhockt und vorher ausprobiert. Und das ist schon toll, dass ihr da wirklich so ein riesen Angebot da habt. Also, das war schon klasse. Ja. Ja. Wir kommen ja vom Wildwasserfahren her, also unsere ganzen Kollegen und Mitarbeiter kommen eigentlich vom Wildwasser und das mit dem Touring haben wir uns ein bisschen drauf geschafft die letzten 5 Jahre. Ja. Ja. Ich finde es auch sehr cool, dass ihr im Luftbootbereich ein bisschen mit eingestiegen seid, also das ist mein Spezialgebiet eigentlich eher. Ja. Was auch interessant ist mit den Luftbooten, wir haben also 2/3 aller Modelle haben wir eigentlich zum Probieren da. Mhm. Also wenn man mal so einen Vergleichstest machen will, wir nutzen die auch für ein Tagliamento und Piaf. Ja. Ja, genau, ihr macht ja diese Outdoor-Reisen ganz früh. Gell? Da haben wir uns ja auch schon mal zufällig getroffen am Parlamento. Ja, ja. Und nächstes Jahr aus Verzeih geht es an die Viossa, oder? Mehr genau. Das ist ganz witzig, weil du bist ja quasi Viossa-Pionier mit deinem Video auch, was dich bekannt gemacht hat. Und ja, so haben wir uns auch kennengelernt. Und ich bin ja öfters an der Viossa gewesen die letzten 10 Jahre, aber immer nur in der schweren Wildwasserstrecke mit unseren Wildwasserreisen. Und jetzt haben wir erstmalig so eine ganze Woche. Mhm. Ja, cool. Also, wir haben ja vielleicht mega leider mitkommen, also Mainzer beim Scheuer. Da sind noch einige Plätze frei. Und Tagliamento und Piaf für nächstes Jahr. Also das soll bei uns echt wachsen im Luftboot. Ja, es sind ja ganz spannende Flüsse, wie ja schon einige Videos dazu gemacht sind, wirklich der Traum von der Landschaft und alles. Ja. Ja, cool. Genau. Sollen wir mal schauen? Mhm. Schauen wir mal, wo eure Kajaks sind, oder? Ja, genau. Da müssen wir erst hinter und dann hoch. Ja. Oh, was da? Kommt einfach mal mit. Und jetzt geben wir uns hier ins Lager. Alles ein bisschen zugestellt hier. Und da hinten haben wir schon den ersten. Herr Huber. Aha. Ja. Sauer.
die Queen für die Dame. Aha. Ja, ich nehme die mal mit vor. Holen wir das andere noch kurz. Holen wir das andere noch, ja? Genau, machen da kommt so. Einfach mal mit. Da gehen wir jetzt in unsere heiligen Bootshallen. Falscher Weg, Simon. Falscher Weg. So, müssen wir auf hier. Dankeschön. Ja, da habt ihr einiges aufgebaut und einiges am Boden da. Sauber. Sauber mal, wo die Boden stehen hier. Ich glaube, ich habe ihn hier. Ah, da ist. Ja. Boah, schaut Wahnsinn aus. Ja, geil. Das ist er? Ja, geil. Gut. So, dann schnappen wir uns den zu zweit. Genau. Der Grund, warum wir uns neue Wildwasser-Kajaks geholt haben, ist, dass die nochmal deutlich sportlicher sind als unsere alten Modelle und entsprechend hoffen wir so, dass wir uns nochmal deutlich besser weiterentwickeln können im Wildwasser-Paddeln. Die beiden Boote, für die wir uns dann entschieden hatten, da konnten wir vorab zwei Testboote vom Scheuer haben, um das mal auszuprobieren und ja, nachdem uns die vom Fahrverhalten super zugesagt haben, sind es dann auch genau die Modelle geworden. Nachdem wir dann beim Scheuer fertig waren, sind wir dann weiter an die Isar, um die Boote einzuweihen. Das schmerzt beim Meierboot, so ein Geräusch. Ja. Das Boot, für das ich mich da entschieden habe, ist ein sogenanntes Half-Slice-Boot und das bedeutet, dass man ein flaches Heck hat und entsprechend fährt es sich nochmal deutlich sportlicher. So kann man mit dem zum Beispiel auch kerzeln, was ich auf jeden Fall in der Zukunft noch lernen will. Das Boot ist jetzt soweit hergerichtet. Wir haben jetzt hinten und vorne Auftriebskörper eingebaut, dass im Fall von einer Kenterung das Boot nicht voll läuft. Dann haben wir einen Sitz eingebaut und die Rückenlehne und vorne auch die Fußstützen richtig eingestellt auf dem Egress. Und dann haben wir noch einen Wurfsack rein, der ist wichtig für den Fall der Rettung. Jetzt müssen wir uns nur noch umziehen und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. So, Mann, hey. So, da vorne haben wir jetzt gleich die schwierigste Stelle, das Mollwehr. Du, da steigen wir schnell mal aus und schauen uns das an. Bist du bereit? Ja! Und was meinst du, was waren jetzt für Wildwasserstufen? 3 plus maximal, da würde ich sagen. Okay. Ja, ich hätte auch gesagt 3 plus. Aber die habe ich schon fast liegen gesehen. Ja, es ist halt ungewohnt. Ja. Aber ist schon heftig. Geht ja ganz schön runter, wenn du das anschaust von da. Hopp. Die erste Schraube habe ich mir schon reingefahren. Das ist die erste Schraube? Ja. Ja, die habe ich gleich neu gemacht, wo wir Rad dran haben, wo sie geschmissen hat. Da vorne kommt jetzt die Ismaninger Rampen. Die wird auch nochmal sportlich. Bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Thank you.
Jawohl. Ein großer Vorteil von meinem neuen Boot im Vergleich zu meinem alten ist, dass die Spitzen deutlich weiter nach oben gezogen ist. Dadurch kann ich besser über Wellen springen und ich werde auch so als Bufen besser lernen können. Und zusätzlich hat man den Vorteil, dass man die Spitzen beim Surfen nicht so absaugt. Ja, elegant aus. Die ist rückläufig. Aber die sollte schon gehen, oder? Ja. Warte, lass mich mal vorausfahren. Jawohl, normal haben wir es immer umfahren. Aber bei dem niedrigen Wasserstand ist der Rücklauf nicht stark. Oh, da ist dahinter ein Baum drin. Ja, der liegt ziemlich ungut. Ja. Ja, das stimmt. Wo fühlen wir denn das Outro da? Von den hässlichen Figuren oder was? Ja, na. Wir sind jetzt am Ende von unserer Tour angekommen und ja, mit den neuen Booten hat es jede Menge Spaß gemacht. Also ich bin schon richtig gespannt, was wir mit denen alles noch erleben werden. Und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt es auf jeden Fall mit dabei. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, auch nochmal vielen Dank an Scheuer und dann macht es gut und bis zum nächsten Mal. Servus. Warte, zieht den Ruf noch schnell aus. Und wenn euch das auch interessiert, oh Mann. Ich hab die angeschaut. Ja, das haben wir gleich durcheinander gebracht. Ich bin schon richtig gespannt, was wir mit denen alles noch erleben werden. Nein, was war jetzt das? Nochmal.